Hallo und herzlich willkommen, hier ist Michelle von Stempelrausch. Heute zeige ich dir zwei Konfirmationskarten, die ich mit der Produktreihe Traum vom Meer gebastelt habe. Zusammen mit dem Stempelset Segensfeste. Das ist eine ganz tolle Kombination, weil ich mir gedacht habe, die Fische passen ganz gut zur Konfirmation. Das sind die, genau. Ja, und da sind dann die beiden daraus entstanden. Einmal für den Jungen und die für ein Mädchen. Und das hat so einen richtig schönen 3D-Effekt mit dem Fischernetz und den ganzen Korallen. Die Fische, die habe ich alle einzeln aufgeklebt. Also das hat geringfügig länger gedauert, als wenn man jetzt ein großes Teil natürlich aufklebt. Und das Designerpapier, das habe ich gerissen. Ich hoffe, das kann man ganz gut erkennen. Und dann so verschiedenlagig aufgeklebt. Also ich habe jetzt einfach so einen Streifen abgeschnitten und den dann ein bisschen wellenförmig gerissen, dass das dann aussieht wie Wasser. Und hier eigentlich genauso. Und statt Korallen habe ich jetzt hier nur den Centdollar und die beiden Seesterne gibt es in zwei verschiedenen Größen. Und hier habe ich dann mit der blauen Korde, in Marineblau ist die, einfach sowas aufgedreht, dass das so ein bisschen aussieht, als ob das so ein Seemannstau sein soll. Genau, also Savanne, Minzmakrone, Flüsterweiß, das Designerpapier, was es dazu passend zu dieser Kollektion gibt. Und das ist auch wieder Savanne, Feige und ja, der Rest dann genauso, das gleiche oder dasselbe Designerpapier. Und das nennt sich ja Designerpapier Traum vom Meer. Auf der Innenseite habe ich Umschläge gebastelt mit dem Stanz- und Falzbrett für Umschläge. Da habe ich mir einmal das Maß ausgerechnet für einen 10-Euro-Schein. Um den besser rauszubekommen, habe ich dann hier ein bisschen Tüllband rumgewickelt, was es dann auch ab 1.7. im Jahreskatalog geben wird. Also das habe ich dann jetzt hier so zweimal gefaltet. Also das ist sozusagen gedrittelt. Da habe ich mir dann ja ausgemessen, wie groß der Geldschein ist, beziehungsweise ausgemessen, wie groß der Umschlag sein muss. Und dann wirft der Envelope Punchboard-Rechner, der Rechner für die ganzen Umschläge, womit du ja auch Verpackungen machen kannst, rechnet dir dann aus, wie groß da dein Papier sein muss für diesen Umschlag und die entsprechende Falzmarke. Das war jetzt 10,1 x 10,1 cm und die Falzmarke war bei 4,2 cm. Wenn du dir auch deinen entsprechenden Umschlag ausrechnen möchtest, wie groß der sein soll, dann kannst du auf meine Seite gehen, auf www.stempelrausch.de. Dann oben in der Navigationsleiste steht Boxrechner. Und das habe ich dann, also den Umschlag habe ich dann mit Tombow aufgeklebt, mit dem Flüssigkleber. Und zwei selbstklebende Magnete habe ich dann noch mit befestigt. So hat man dann schön gleichmäßig oder auch einen starken Verschluss. Und wenn man den Umschlag aufmacht, dann kann man dann gut den Geldschein dann rausziehen. Und bei der Karte, der Umschlag ist ein bisschen größer, das war dann 10,8 x 10,8 cm und die Falzmarke war bei 4,5 cm. Genau, und da habe ich dann einfach statt des Taftbandes, weil es ja für einen Jungen ist, da habe ich dann hier einfach die Kordel genommen. Und hier die Karten noch einmal im Detail. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!